So, Leute, da wären wir wieder bei einer neuen Folge von Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind ja gerade hier mitten im... Genau, zu Hause ist am Schluss erstmal neue Quest auswählen. Nein, wir sind ja hier mitten in der, ja, ne, hier. Wir müssen, Kollege, ich hab seinen Namen vergessen, retten. Und der Herzogin folgen, damit wir da hinkommen und ihn warnen können, dass er, damit er nicht umgebracht wird. So läuft es, genau. Ich habe ja quasi hier aufgehört, mitten in der Action, ja, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Und ja, dann machen wir doch jetzt einfach weiter. Hurry. Gorna. Gorna. The participants must find a unicorn's horn, a golden fish and a phoenix egg. With these in hand, they can deduce where the hare, Milka, hides. Müssen wir jetzt find those things too. We've no other option, but time is of the essence, so we shall have to break the rules. Okay. Da macht doch keinen Sinn jetzt deswegen die Party hier noch weiter zu machen. Mach doch aus den Blödsinn. On second thought, through here. I shall show you where the hunt plays out. Then we will split up. You will get hold of the unicorn horn and the golden fish. But I nab the phoenix egg. That will be quickest. Golden fish. Do I need a rod or a net? Please, Geralt. It's not a real fish. Look there, towards the water. See the lights? The hunters are trying to hook the fish from boats. You must simply dive in and find it. The unicorn. How do I catch it? It's terribly skittish, true, but I'm sure you will find a way to earn its trust. It runs around over there, look. The golden fish and the horn both contain things or clues that will help us find Milton. Once you have fish and horn, find me among the other phoenix egg hunters. All clear? Then let's get to it. Okay, krieg ich hin. Weiterhin wollte ich mal kurz sagen, komme ich hier irgendwie weg? Ach da, mein Gott, es geht auch nach unten hier. Ich habe mein Mikrofon mal ein bisschen lauter gemacht. Von daher, vielleicht höre ich mich scheiße an, vielleicht höre ich mich aber auch jetzt viel besser an. Zumindest im Gegensatz zum Spielsound. Weil, habe ich ja schon gesagt, seitdem Windows 10 ist, nimmt OBS mein Mikrofon irgendwie viel leiser auf, obwohl ich den Pegel noch lauter gestellt habe. Das ist irgendwie sehr komisch. Das ist halt schon eigentlich auf Maximum fast, auf 90 von 100. Das Problem ist, ab 100 kann ich halt nicht mehr in Discord oder so gehen, ohne dass die Leute irgendwie die Ohren abfallen. Mein Gott, ich konnte überhaupt nicht mehr reden. Und, naja. Deswegen mach es lieber auf dem Wege. Perhaps an apple will work. Or some sweets. We would not be in this predicament, dear sister, were you still a virgin. Do you really wish to have this conversation again? Here and now? Hush, or you'll spook the beast. We shall try the sweets. Hey, folks. Gonna have to ruin your fun. Sorry. Who's that? Wird der Art benutzen. Finde ein Leckerchen für das Einhorn, mit dem wir deine Hexe sind. Okay. Bist du gerne Ignatia-Blüten, oder wie das heißt? Aha. Hallo. Think unicorns. Rainbows, little girls, sweets maybe. Kleine Mädchen. Was soll dein Questgegenstand halten? Ja, ja, ja. How dare he? Scandalous. Entschuldigung. Kann ich noch mehr klauen? Not likely to tempt a unicorn. Ja, ja, ja. Countess Nocturna's steed. Ich muss ja einmal alles ausprobieren hier. Ja, wo ist jetzt denn? Kann nicht rennen, ne? Das ist irgendwie ganz schön lame. Palastgärten. Hey, dankeschön. Auch schon Einhorn in Anführungszeichen. Doesn't have a sweet tooth. Damn it. Meine Güte, ey. Kann auch nicht rennen. Es ist so lächerlich, ne? Vielleicht muss ich. Moment.
Okay, muss einfach wegpacken. Makes sense. Oh, ein Pfau. Hallöchen. Roach won't eat bread either, except if it's stale. Aha. Roach likes carrots. Maybe Unicorn will too. This is an outrage. An outrage, I tell you. An outrage. Ja, tut mir leid. Ups, ich hab's. What would you say to a delicious, crunchy carrot? Easy. Gardens are huge. Be better off on horseback. Cool. Go, go. Erstmal schön mit dem Einhorn wegreiten. So sieht das aus, Freunde. Mit dem, in Anführungszeichen, Einhorn. Komm ich jetzt hier. Das war nervig. Irgendwie steht auch gerade, es ist wieder mittags. Die Sonne steht wieder scheiße, sodass einfach schön das Bild wieder viel zu dunkel ist. Und ich fast nichts erkenne. Aber das sollte jetzt, das klingt jetzt nicht so schwer, einfach nur tauchen und gucken. Ja. Aha. Ein Toffee. Toffee-Fee. Hm, hab ich Hunger. Jetzt habe ich Hunger. Noch ein Toffee. Naschwerk. Oh, ist mal was Neues. Wie war das noch mit, klingt einfach. Ich nehme diese Aussage zurück. Ich sehe auch quasi nichts, ne? Ich sehe einfach nur so einen roten Schimmer. Okay. Mal hier kurz Luft holen. Stop, it's important. Das Schwimmen sah gerade sehr merkwürdig aus. King Cormorant, Sire, accept this offering we bring. Prithee cast upon us your merciful eye and bear before us its secrets. As the moon is heavenly course doth trace, in my domain I await that moment of grace. When a soul of good or ill repute brings me a gift, fitting tribute. A key. Okay, das war super. Einfach so, ach komm, scheiß drauf, einfach rein. Loser Hand grabben, zerstören. Ach schön. Okay. Zurück zur Duchesse. Duchess of Toussaint. Ich hab ihren Namen nicht mehr drauf. Ich glaube, den hat sie mal erwähnt, aber. Ich nenne sie einfach nur Herzogin. Passt schon. Anders wäre wahrscheinlich auch Friedrich. Wäre ich gevierteilt oder so. Wenn ich sie nicht mit meiner Herzogin anspreche. Aber die scheint nicht so dekadent zu sein. Ich meine, als sie da ihren Rock weggefetzt hat. Der Reisepunkt sah cool aus. Edler als in Wellen Novigrad. Gerät. If you please, your grace. We do not please. We act out of the highest necessity. Or shall be explained later. But it's against the rules. I am the rules. I am the Senate. Geralt! At last. Got a key and a clue. And I've another. Show me yours. Who wrote this drivel? I begin like a groan, hollowed out with ease, then end like a mouse with a head of hard cheese. Ugh.
Einfach hält sich das Ei in der Mitte auf Trab, dann folgt die Maus, der man zuerst einen Hut für den Kopf mitgab. Aha. Was stand denn nochmal auf meinem Gerät da drauf? Weiß es nicht mehr. Ich sag das da. Mice and cheese. Palace pantry, maybe? No. The hare is obliged to hide here in the gardens. Look, if we take roll, hollow it out and fill it with ease. The letters, that is. We get green. Hm. Then mouse, but starting with what heads heart cheese. Why, it's greenhouse. Hm. Pretty clever. And it sounds right to me. There are several greenhouses in the gardens, but only one with a door that locks. And the key to it looks just like the one we found. Greenhouse it is there. Let's go. Okay. Oh, 40. Wait here. Ja, zu spät. I'm here. This belonged to you, maybe? It did, but you may keep it. I've a new one. I do not know you. I've done you no harm. Yet first you butchered a Bruxer who was dear to me. Now you pursue me. Why? You've killed 4 innocent people, at least. And you? How many innocents have you cut down? Not here to talk about me. Yet, that is exactly what we are doing. So, did they send you after me? Who are they? What do you mean, they? Duchess hired me. You've been murdering her subjects. Is it as simple as that? I would ask you to convey to the Duchess that I put one victim left, but you'll not get the chance. No! Sexy. Oh Gott. Kill again. Das sieht nach einer harten Kampfmühle wieder aus. Feuer gegen Vampire? Macht halt auch Sinn, ne? Haben die irgendwie Knoblauch dabei oder so? Oder ein Kreuz?
You were to stay where you were. Regenerate! I know you're in trouble. I can help. I'll help myself. No, he's my friend. Yes, Geralt, it's me. Regis? You all right? All is well. All's in order. Wounds such as these heal on vampires in moments. But we've not seen one another in ages, my friend. At least in human terms, that is. How's this even possible? Last I saw you... I was a bubbling, shapeless smear, having been rather spectacularly melted into a column of a certain castle. In somewhat better shape now, as you can see. Hardly peak form, mind you, but were I human, folk would think me a demigod, I dare say. I'm sorry. What happened? It was my fault. Never got a chance to apologize. No need, Geralt. Bygones. I did not have to join you on that expedition. No one twisted my arm. Okay, was ist das für ein Typ? Kenn ich nicht. Miraculous regeneration. How do you manage it? I had help. From the one you hunt. Him? How? And what have you been doing all these years? Not the time nor place for such stories. I suspect we'll get a chance to speak at ease and at length later. Now, however, we must deal with the reason that brought us both here. Local serial killer seems to obey you. Maybe you could talk him out of it, convince him to stop murdering. Why do you think I've come? It shall not be easy, as Detlaf can be rather stubborn. Though you must certainly recall that neither do I surrender readily. So that's his name. He's your friend? You might call it that. Though Detlaf is... how would you humans put it? More bestial than I am. But not to worry. I'm working on him. Haven't exactly done a great job with that. He's killed one knight since I got here, at least three others before I arrived. For good reason, I'm sure. Understand, Detlaf is not some decadent shit who kills for sport, or to assuage a dryness of throat or a dullness of mood. So in your opinion, what are his reasons? Precisely what I wish to find out. And then I will convince him of the error of his ways. Got a lot of faith in the guy. Despite appearances to the contrary, you two are quite alike. You've both noble hearts, yet you both are wont to perform ignoble deeds. When circumstances force you to, of course. Remember the year 964? That was three centuries ago. Blind fear gripped Rivia, Lyria, and Spala. Women and children were dying. Their mutilated, dismembered corpses littered the fields. Brute of Lyria. Read about it. Chewed up almost 200, then fell to a common poacher supposedly armed with a dagger blessed by some prophet. It fell to Detlaf, who then found a poacher asleep in the brush near his snares and dropped the fiend's corpse at his feet. And thus, a legend was born. Vampires rarely help humans. Must have had his own agenda, hunting the beast. You err. He slew it for one reason alone. The monster killed a lad who once, in the street, had offered Detlaf an apple, expecting nothing in return. Terribly noble of him. You do not have a monopoly on altruism, my friend. Vilgefortz melted my body. Detlaf found what was left. As per our codex, he had a choice. To leave me where I was, or to care for me and nurture my remains. He chose the latter. Regenerated me at no small expense in his own blood. Do you know what that means to a vampire? The gravity of the endeavor? Probably same thing it means to a human. You owe him your life. Much more than that. The act itself made us blood brethren. A bond so strong humans cannot even imagine. Which is why I know something ill is afoot. Always had an overdeveloped sense of empathy. Each vampire has a unique talent,
one they hone over centuries. It's precisely what renders us so difficult to classify. Detlaf's trump card is his herd instinct, his tribal propensity. In point of fact, he prefers the company of lesser vampires and shuns that of humans. If he walks among you, killing egregiously, it can only mean something's upset him immensely. Anything specific? Some set of things that'd be likely to set him off? How should I say this? Detlaf doesn't understand men, their world, its rules, its conventions. He's naive in a sense. He doesn't comprehend your games, knows not what it means to lie, deceive. Suggesting he's maladjusted, inventing his rage. I'm suggesting maladjustment can at times breed conflict. But is it the case this time? I cannot say, but intend to find out. Gotta find him before something upsets him even more, and all Beauclair is awash with blood. Well, we share a cause then, just like the old days. Not entirely. I mean, when I find him, you know. I know you've a contract on his head. Yet your true task is to stop the beast killing, not necessarily to kill the beast, am I right? All in all, sure. Let us find him. By the time we do, I hope I'll have convinced you Detlaf is no monster. Fine, all right already. But for now, evidence is stacking up against him. Hear that? The posse. Knights must have tracked me here. I prefer they not find me here. I've makeshift quarters at Mère Lachaise Long Cemetery. We'll meet there. See you. Witcher, we flew here as fast as our coursers would carry us. Yet I fear we're late all the same. Pray, where is the beast? Still investigating. About to inspect this site. Withdraw your men before they trample all over the evidence. Sirs, we must let the Witcher do his work. Milton's murder cannot go unavenged. Oh. Lacage au fou. Aha. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Gut, ich will jetzt einfach mal. Geflickte Weste. Der Käfig. Der. Puh. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Immer leid. Ich hatte nie Französisch und ich möchte eigentlich auch nie Französisch haben und es auch nie lernen, um ehrlich zu sein. Ich würde sogar Geld bezahlen, es nicht zu lernen. Wachs haben wir noch nicht, deswegen habe ich es mitgenommen. Ja, ich bin irgendwie fast tot. Stell mir mal so auf. Erstmal rohes Fleisch essen. Lecker. Okay, cool. Interessant, ich kenne diesen Typen nicht. Wie hieß er gerade? Ich trifft dich auf dem mit Reggae, so da steht's ja. Reggae. Hallöchen. Ach, es war sogar Palmerin, der ankam. Kann ich mit ihm reden? Nö. Gut, dann halt nicht. Wenn ich rein theoretisch sogar was untersuche? Eigentlich nicht, ne? Habe ich ja gerade sogar schon. Tut mir leid. Ja, interessanter Typ. Ich kenne ihn nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich aus den Büchern oder so. Scheint irgendwie auch einer zu sein, der... Naja. Auch ein Vampir. Der von ihm gerettet wurde. Interessant. Ja, es ist die Frage, ne? Wollen wir jetzt wirklich die Quest weitermachen? Oder wollen wir mal schauen, dass wir vielleicht mal eine Sidequest anfangen? Weil davon gibt es ja wahrscheinlich einige. Jetzt sind wir tatsächlich in der Hauptstadt. Herzoglicher Kämmerer. Aha. Macht er so Schönes? Können wir natürlich einfach mal vorbeigucken, ne? So, auf dem Weg. Oh, und da ist wer mit einer Sidequest. Passiert schon ganz automatisch. A letter for you, sir. Letter? Who from? Can't rightly say, sir. I was just to deliver it. Here. And thanks. No, sir. Thank you. And I truly hope I'll be of service again.
my dear friend. I've been told you're on a jaunt to Toussaint. I do hope you don't overtax yourself during the wine festival. The effects of such exertion at your age can indeed prove most detrimental. I've come upon some information which might be of interest to you. While browsing through a colleague's book collection, I found mention of one Professor Moreau of Beauclair, who conducted research into Witcher mutations. The details I've come to learn are rather vague, and his laboratory's location remains a mystery. Yet his journal should at least provide hints as to both. It is said he was laid to rest with it in his tomb. I enclose a map I found in the tome I happened upon. Though less than completely legible, I trust it will prove useful nonetheless. Should you grow tired of sampling Beauclair's ladies, wines, and other exquisite delicacies, this matter might prove a fruitful diversion. Investigate at your leisure. Your friend, Yennefer. A professor who studied Witcher mutations might actually be worth looking into. Okay. Transformation! Wollen wir das mal tun? Ja, komm, machen wir. ja, Yennefer. Your friend, Yennefer. Frage mich, ob da was anderes gestanden hätte. Hätte ich sie ausschließlich gedatet. Wäre nicht das passiert, was passiert ist. Bin mal eben gucken gerade. Links von mir ist dieser. Ich weiß nicht, was der macht, der Kamera. Man kann ja einfach mal vorbeischauen, ne? Ah, sieht schon schick hier aus, doch. Richtig schön. Italienisch. Ich würde eher Italienisch sagen. Als Französisch. Oh. Aber wer bin ich schon? Ich war in. Doch, ich war schon mal in Frankreich. In Paris. Aber nicht zu dieser Zeit. In Italien war ich noch nicht. Mystikak Archibak, nicht schlecht. Greetings, brave hero. I am Raphael de Sermann, and I am the Ducal Camarlengo. I'm Geralt. So what is it you do here? I pay the knight's errand. For what? Our knights wander the roads, protecting Toussaint from bandits and monsters. It is fitting and just that they be recompensed appropriately for these toils. Note, sir, that should you successfully smash a hands, save a brother knight from peril, or extract a captured merchant from the hands of cutthroats, come see me. You shall be rewarded. Okay. Lust auf Gwent. Okay. Wouldn't mind a glance at your books. Ones you're willing to sell, that is. Okay. Plunder. Oder ist das? Achso. Einfach nur Buch. Aha. Die Abenteuer von Stachli und Franco und dem Wicht. Okay, sind ganz viele tolle neue Bücher. Aber ich glaube, die bringen mir so ungefähr gar nichts. Von daher. Lassen wir vielleicht einfach mal. Notiz. Aha. Die muss ich mir nochmal angucken. Wo war das unter Sonstiges gerade, ne? Bei mir auch nicht. Ach, da. Okay. Well, see you later. Go in peace for a night. Ritter zu Diensten. Für die Aufträge, die der Kämmerer dir gegeben hat. Oh! Okay. Das sind ein paar, würde ich behaupten. Ja, moin. Das ist ja geil. Okay, cool. Ja, die mache ich doch mal. Also nicht jetzt, aber bei Gelegenheit mal. Okay, was ist jetzt die Notiz? Das will ich dann doch irgendwie mal sehen hier. Die sah so einsam aus da, deswegen dachte ich mir, die muss was zu bedeuten haben. Kann ich nicht mal angucken. Warum hat er mir ein Händler vergessen, seinen Handwechsel anzulegt werden? Warum? Ich kann ihn nicht mal angucken, was ist denn? Egal. 6 Dollar für nichts ausgegeben. Dollar. Ja. Okay. Wir müssen aber immer kurz gucken. Ich muss hier wieder die richtigen Quests auswählen. Guck mal, wir haben schon. Heieieiei. Haben schon einiges, würde ich behaupten. Gewinnt. Suche im Schlaffriedhof nach. Genau, das werden wir machen. Was haben wir denn noch? Wo trifft dich mit den Kaufleuten im Lager? Aha.
Suche Guillermo del Toro im Zelt des Doktors, geh an den Ort, an dem die Auktion stattfinden wird. Wieder eine Auktion, stimmt. Und Corvo Bianco. Stimmt, das müssen wir auch noch machen, ne? Das sogar, komm, machen wir das mal als erstes. Ich will mir die unsere Bude angucken. Wir waren zwar eh schon mal da. Aber, ne? Wenn dann. Und wenn wir schon mal hier sind, will ich auch noch mal eben hier die Contracts mitnehmen. Tja, ne? Da denke ich mir nur so, oh shit, here we go again. Jetzt ist es wieder soweit. Ups. Entschuldigung. Jetzt ist es wieder soweit, Aufträge zu sammeln, Aufgaben zu erledigen. In einem neuen Gebiet. Ach, schön. Es ist schön, hier nochmal zurückzukehren, ja. Anschlagbrett, wo ist es denn? Da. Hallöchen. Auftrag, Großmeister Rüstungsschmied. Ankündigung eines Faustkampfturniers. Bewachende Eskorte gesucht. Beweise dich bei den Tugendproben. Auftrag oder auf dem Friedhof. Gesucht. Das kriegt das bis jetzt. Das sind alles Quests, oder? Might be worth looking into. Oh Gott, das sind alles neue Aufgaben. Wetten. Oh, scheiße. Meister Schmied in Beklöder, der Tat für Mann, um verschollene Schemas zu finden. Der Auftrag ist sehr gefährlich und wird entsprechend bezahlt. Besitzurkunde von Corvo Bianco. Achso, ja. Das brauche ich hier nicht, ne? Also lese ich mir jetzt mal nicht durch. Das wird schon passen. Die Maus sieht anfangs wie Hartkäse aus. Das stand da so drauf. Wie von Jennifer hatten wir auch. Bewaffnete Eskorte gesucht. Wir suchen bewaffnete und kampfverprobte Personen, die uns gegen vernünftige Gebühr zu Forschungszwecken in die Albertus-Höhle begleiten. Die Ritter behaupten, die Höhle sei sicher. Daher handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Auguste Lucien und Hugo Monard. Weiß ich bei den Tugendproben. Werter Leser, drei Jahre. Die Jahre vergehen. Doch alles Gute und Töne braucht noch immer Verteidiger. Komm auf die Insel im Lac Célavie. Und teste bei den Proben deine charakterliche Eignung. Befehlst du, sollst du belohnt werden. Célavie. Auftrag, Radau auf dem Friedhof. Da sich vom Einwohnerkomitee keiner zuständig fühlt, setze ich das Schreiben nun selbst auf. So kann es jetzt nicht weitergehen. Dieser höllische Krach auf dem Friedhof macht uns alle verrückt und keiner unternimmt was dagegen. Ich weiß, dass wir es alle hören. Selbst Madame Boucoin hat berichtet, dass der Lärm sie die ganze Nacht wach hält. Und sie wohnen weiter vom Friedhof entfernt als wir alle. Falls es einen Hexer gibt, der diesem Geschrei, Jammer und Gezänk Ende bereiten kann, bezahle ich ihn aus eigener Tasche. Einfach im Schlauberger nach Charles Lanzano fragen. Das bin ich. Patas, das bin ich. Ja, hören wir. What? Nice Tune? Läuft das hier gerade in echt? Ey, so viele neue Quests, das ist pervers. Das ist absolut pervers. Aber geil. Ich habe auch kein Problem, noch weitere 100 Folgen in diesem Ding zu verbringen, ne? Ist das der Tod euch scheidet? Immer wenn ich diesen Ausspruch höre, ist das der Tod uns scheidet, euch scheidet und so weiter, muss ich an die Simpsons-Folge denken, die so heißt. Mit, Tingle Tangle Bob. Wo er Selma, glaube ich, heiratet, ne? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ich glaube schon. Ja. Hui, lange nicht gesehen. Da habe ich diesen Ausspruch, bis dass der Tod entscheidet, das erste Mal gehört und dachte mir, hey, was soll das denn heißen? Dann drüber nachgedacht und ich verstehe. So, gehen wir nochmal nach Corvo Bianco. Corvo Bianco. Schön. Ja, mal gucken, ob wir das einfach so übernehmen können. Vielleicht müssen wir die Leichen hier irgendwer wegschaffen oder sonst. Da unten. Vor allem. Hallo. Welcome home, sir. I am Barnabas Basil Fawlty. By order of the Duchess, I shall serve you as Majordomo of Corvo Bianco. I previously served with distinction at the Nibley family manor and in Nazaire with Admiral Rompali, who, as you are certain to know, is an extraordinary demanding gentleman. Whoa, Barnabas Basil. One thing you ought to know, I'm not your typical landed gentleman. Truth be told, this is the first real property I've ever owned. Oh, in that case, you must leave it all to me. I shall organize, see to everything, and whip the house into order. I dare say this place will soon be the most prosperous vineyard around. Great. Can already see I'm in good hands. Vineyard comes across as a place with a rich history. Know who owned it before me? Baron Rossell, who went bankrupt, forcing him to sell the estate to the Duchess. The Baron, in turn, had purchased it from Monsieur Bolius of the Headsman, a truly colorful man of Ketweni origin. He was actually a headsman? No, not him, but his great-great-great-great-grandfather. Indeed. Apparently, he was a common cutpurse who somehow secured for himself
the post of ducal headsman in Beauclair, went about his work with an exceptional penchant. They say he chopped off more heads than there are grapevines in the ducal vineyards. He never hesitated, not once. Never sliced unevenly, never botched a job. For his exemplary service, the Duke granted him a title and this estate. Monsieur Beaulieus, on the other hand, was an engineer in his younger years. Once retired, he settled here and took to producing wine. Sadly, misfortune struck and he lost his sense first of smell, then of taste. Additionally, he could not drink alcohol. His medic forbade it. Shame that. He gave up making wine? Not at all. He made even more of it. Began throwing wild balls to which he'd invite friends from far and wide in order to treat them to his wine and delight in the fact that at least someone could enjoy it. It's the sort of man he was, Monsieur Beaulieus. Ich finde das ganz schön, bei dem einen Typen. So, oh du, wie der Herzog so sagt, so, oh du kannst so schön Köpfe abschlagen, dir schenke ich ein Haus. Mind giving me a little tour de Corvo Bianco? Not in the least. Follow me, please. I think it would be practical to begin on the hill. On the hill. King of the hill. Behold, sir, your estate in all its splendor. Pretty vast. Indeed. And now, sir, allow me to show you a handful of interesting details. Follow me, please. Been a majordomo all your life? Yes, I come from a long line of majordomos. My father was a majordomo, as was my grandfather before him, as was my great aunt. In fact, she was the one to start the tradition. Great aunt? A hard woman. It is said that already as a child, she knew where she was going and went there. When she arrived in Beauclair, she signed on as a chambermaid at one of the vineyards, then slowly worked her way up to majordomo. She dragged the rest of the family up the same path. If my lips don't stink of wine, my wife's mouth... Alles gehört mir. The servants' quarters. I occupy the green home. With the Duchess's permission, I have hired a full staff. Their salaries to be paid from the ducal treasury. Nice of her. Not the most sightly part of the estate, I admit. But I think it's worthwhile for you as master of the domain to know where the help stays. Die ganze Quest ist eigentlich nur hier irgendwie, ne? Rundgang wahrscheinlich. Spannend. Baron Rossell ordered the vines in this part of the estate uprooted and olive groves planted in their place. They look beautiful, especially come spring. Don't look at all bad now, either. Meow? Habe ich eine Katze gehört? Your vineyard, where we grow a strain of Carfanere, one of the world's oldest. Aged in oak barrels, it provides for an exquisite wine with distinct blackberry, wild cherry, plum and cinnamon notes. Marvelous. Have to try one of these days. Ja. Oh, we thought it was young. Nice well. Picturesque. Yes, though it ran dry long ago. During the raucous feasts Master Beaulieus held, he would order it filled with wine. There's a tale about a guest attending a Beaulieus ball for the first time and thus unaware of the custom. He had suffered great heartbreak and had decided to end his life by jumping into the well. The festivities were coming to a close, and the well was nearly empty when the suicidal guest finally jumped. Instead of killing himself, he merely broke his legs. To numb the pain, he drank the wine. Drank himself to death? Not at all. When found the next day, he had concluded he'd witnessed twin miracles. The water had been changed into wine, and he had survived. He retired to a monastery in the Dragon Mountains and began preaching the wisdoms of Lebioba. Hmm.
Folge deinem Haushofmeister. Nina kept a garden here. A supremely lovely place it was. Bit neglected now. I agree. Yet nothing stands in the way of restoring it to its former glory. And once again planting it with herbs and other vegetation. Sieht schon Madame schön aus, Nina, ne? Planted diminutive, delicate flowers and herbs here. One might say their aroma still hangs in the air. You're quite the romantic, Barnabas Basil. Nope. Da in der Ecke durfte ich kurz rennen. Ja, ist interessant, wenn das hier wirklich alles mir gehört. Eieieiei. Die Frage, was das mir bringt, ne? Habe ich da wahrscheinlich so einen Unterschlupf-Rückzugsort? Kann da meine Sachen lagern, was weiß ich. Ansonsten wüsste ich nicht, was mir so einen Unterschlupf bringen würde. This served as an additional wine cellar in years of plentiful harvests. Bit of work and it'll make a fine stable for Roach. Er ist da hinten auch schon. Ja, sie ist. The cellar, voila. During Monsieur Bolis's time, wine was kept here, but Baron Rossel used it to store olive oil as well. I took the liberty of cleaning up the mess, which I made while fighting the Bruxa. Thanks, Barnabas Basil. Appreciate it. Der Name, ey. As you can see, the facade is, how to put it, slightly stained. But one cannot deny it a certain subtle southern charm. True, though it could use a bit of subtle paint. Jetzt nochmal von innen. Oh. Folge ist gleich vorbei, Jungs. And welcome inside. On the left is the master bedroom. On the right, the dining hall and kitchen. Upstairs, we shall find the guest room, currently used for storage. Not a bad idea. At the moment, the house is only minimally furnished. Yet I believe we will, together, devise some innovative arrangements. A few paintings, for instance, would breathe new life into the abode immediately. With that, sir, you've seen the full lay of the land. Corfo Bianco is a beautiful estate. One must admit, time has taken its toll. If, forgive me for being forward, but if you were to choose to invest a small sum towards its beautification, consider me at your service on the matter. Think I'll take you up on that. Be sure to come and see you if I decide to do any remodeling. Okay. Mentioned the place could stand to be spruced up. Almost decidedly, sir. Question is, where you would like to begin this rejuvenation? Was machen wir denn zuerst? Zuerst mich oder zuerst das? Ach komm, wir machen erstmal das Gelände. Got these spacious grounds. But maybe it's time to make them more useful. Oh yes, we certainly should. The way I see things, given your trade, sir, you would be wise to put in a grindstone and an armorer's table. A good way to start things off, don't you think? My armor needs work from time to time. You know, oil this, reinforce that. Could use a decent work table where I could do all that. Admiral Rompali once hired a specialist who made the finest armorer's tables this side of the Yeruga. I will contact him at once. Oh, 1000. Good. Order me up a table like that. Immediately, sir. I expect it will take at most one day to arrive. Will you be needing anything else, sir? Oh, what auch noch. In my trade, my blades get dull pretty quick. Could use a grindstone, professional grade. Of course.
No one would consider that an unnecessary extravagance, I would wager. Oh, nochmal 1000. Then send out for one, please. A high-quality stone to be set up in the yard. Of course. I shall send a runner to town at once. I believe you shall be grinding to your heart's content by tomorrow. Will you be needing anything else, sir? Nö, erstmal nicht. Now what? Changed my mind. Not in the mood to talk about redecoration today. But I wanted to ask you something else. I shall be glad to answer your question, falls er noch irgendwas Gutes hatte. Nö. Thanks. Gotta get back to my business now. See you soon. Okay, neu im alten Glanz erstrahlen. Warte einen Tag, bis der Schleifchen da ist. Okay, das heißt, wir können tatsächlich hier ein Haus aufwerten. Das ist natürlich cool. Cooles Feature, aber ich kann mir vorstellen, dass das kacke teuer wird. Von daher. Oh, Bild aufhängen. Ach, kann ich mir welche kaufen? Oh, hätte ich mal damals das Bild nicht Ritterspawn gegeben, ne? Ich kann doch bestimmt irgendwo das Bild hier aufhängen von der alten, den ich hier. Ach, guck mal. Cool. Das gefällt mir. Wir gucken, ob ich da was aufhängen kann. Nein, kann ich nicht. Ach, ich kann hier sogar meine Bücher rein. Okay. Okay, damit werden wir uns irgendwann mal ganz ausführlich beschäftigen. Ja. Aber noch nicht jetzt. Ich kann mich sogar pennen legen. Ruhe dich hier aus, um Boni zu halten. Aha. Okay, meinetwegen. Habe ich Bonus-Erfahrung im Kampf, aber bringt mir wahrscheinlich auch nicht viel, weil ich jetzt erstmal nicht kämpfen werde. Okay, das ist cool, doch. Ich habe keine Trophäen. Glaube ich ja noch nicht so ganz. Aber cool, hier können wir doch einiges tun. Geil, das freut mich. Okay, ja, dann sage ich mir trotzdem erstmal danke fürs Zusehen, ich hoffe es gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, dann werde ich hier erstmal noch ein bisschen umschauen und mal gucken, ob ich hier noch ein bisschen was machen kann. Und dann, ja, machen wir erstmal wieder mit Sidequests weiter, ne? Dafür müssen wir auch noch einige erledigen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.